und Herren, rennsportbegeisterten Zuschauer, das Gerät, was Sie niemals sehen werden, weil es mit Lichtgeschwindigkeit um die Strecke fliegt, kommt hier von Mann kann mit dem offensichtlich fahren. Ja, ihr könnt auch, das ist wirklich Blut. Hatten alles stark gebannt auf diese erste. Meine Damen und Herren, von der Wahlherzieher, wir müssen wieder das erste Team von Tages, was jetzt gleich in 30 Metern über die Ziellinie rast. In 5, 4, 3, 2, 1, Applaus bitte! Einer muss aussteigen, die Rennbund los und da bitte schön ist die Vorrichtung. Los geht's! Das ist keine Sekunde! Und das ist auch noch keine Sekunde! Und jetzt bitte wird die Dose zusammengekühlt und gehen auch daneben! Keine Sekunde Zeitgutschrift, die letzte Red Bull-Dose wird mit dem Rad zermatscht. Und jetzt wird dieses Team, wir sind die Guten, als zweites heute ins Ziel einfahren. Und da sind sie jetzt in diesem Moment angekommen. Wird jetzt hier das dritte heutige Tag hier am Red Bull-Boxenstopp, am Lilton White. Und das ganz ohne zu bescheißen. Jetzt wird weiter Gas gegeben. Der Papa hat die Rasse in der Hand und dieses graue Ungetüm. Härter als ihr. Bitte keine Fahrräder hier. Jetzt wird geworfen. Jetzt kommt die Fledermaus. Ein bisschen näher kannst du ran. Das war nix. Ja, und das gibt's auch. Wieder nichts. Ja, eine Sekunde Gutschrift für dieses mit True Blood betriebene Fahrzeug. Diese rollende Vampir-Fledermaus von Pimp My Klapprad, die jetzt in wenigen Sekunden in den Radeberger Zielgarten einfliegt. Und Gott sei Dank ist kein Fußgänger mehr auf der Strecke. Ich glaube, ich habe keine Ahnung, ob das Ding bremst. Doch, das tut es. Unfassbar! Komm raus, Meister! Ich halte das Fahrzeug nicht. Oh, da ist Herr Proske sprachlos. Ich muss das Fahrzeug bremsen. Hör doch mal, eine Sekunde Gutschrift. Drei Sekunden Gutschrift. Ach, unfassbar, das sind 5 Sekunden Gutschrift. Ich halte die Straßenbahn fest. Da kann der Straßenbahnfahrer der Linie 11 wieder einsteigen. Kurz nochmal die Tickets gecheckt. Gas gegeben, oder was macht man da? Strom gegeben, oder was auch immer, nochmal angeschoben. Und jetzt von oben ist gezogen in der Oberleitung. Und jetzt ist die Linie 11. Und fast überschlagen. Jungs, habt ihr schon mal eine Straßenbahn gesehen, die sie überschlägt? Das ist ein unfassbarer Anblick. Und jetzt ist sie im Ziel. Der ist inständig. Gottes Willen, ist das eine unfassbare Bremsung gewesen. So, erste Dose liegt uns. Was war immer noch keine Zeitgutschrift? Das geht, da ist die letzte. Eine haben wir schon, eine Sekunde Zeitgutschrift. Das bleibt aber auch, jetzt wird das Surfbrett wieder neu ausgerichtet. Das war hier eine, sagen wir mal so, eine Handbremsung, wo sich das Fahrzeug querstellte auf dem Little John Bike Speedway und der Lenker hinten noch am Segel und versucht die Kurve jetzt in den Radberger Zielgarten. Meine Damen und Herren, das Hochrohrhaus kann bremsen. Jetzt steigt eine junge Dame ab, bekommt von mir 3 Red Bull-Dosen und wird jetzt versuchen, Zeitgutschrift zu erwerfen. Das ist eine Sekunde, das sind 3 Sekunden, das sind 6 Sekunden. So viel hatten wir noch nie. Und jetzt wird wieder der Hahn aufgedreht. Und es geht auf die letzten 50 Meter in den Radeberger Zielgarten. Ich weiß gar nicht, ob man den Blau-Weißland Radeberger kennt oder trinkt. Ist ja aber auch wurscht. Jetzt gibt es auf jeden Fall etwas und sie sind im Ziel. Ja, das ist eine Biertrinkertruppe. Der Meine Damen und Herren, ganz kurz aussteigen. Die Red Bull los. Halte seine aus. Das Fahrzeug ist so schnell. Und jetzt wird es angeschoben. Ist unterwegs. Auf den letzten 30 Meter da unten im Radweg. Bitte nehmen Sie die Beine. Aus der Strecke. Jetzt Zedere hier etwas verkürzen, aber nö. Ja, also die waren wirklich unterwegs. Der Aggregatzustand vor Bewegung. Nach der Lasagne wollen wir bremsen. Jetzt kommen die 3 Dosen. So. Die werfen übrigens schneller, als dass sie fahren. 6 Sekunden. Nee, 3 Sekunden gut. Eieiei. 5 Sekunden Zeitgutschrift. Das heißt, Sie werden unter 10 Minuten bleiben, meine Damen und Herren. Ja, nee, das geht nicht, mein Freund. So, jetzt springen wir da auf bei dieser unfassbaren Geschwindigkeit. Liebe Damen und Herren im Radeberger Zielgarten. Hört sich noch einer? Ich bin taub. So, jetzt wieder aussteigen. Jetzt bitte werfen. Zeitgutschrift. Komm ein Stück zu mir. Ja. So, der ist Sekunde. Und jetzt dieser Mann, der vor beim Armdrücken fast gewonnen hätte. Der muss jetzt als einziger schieben, ist das eine Ungerechtigkeit. Und jetzt kommt Django und James ins Ziel. Sie den einfach mal in Schutt und Asche und zu Kleinholz fahren. Dieses Fahrzeug hat einen extremen Rechtsprall. Weißt du, bremsen kannst du, indem du einfach in mich reinfährst. Das passt schon. So, einer jetzt hier werfen. Ja, warum aussteigen? Das ist ja nur kostbare Zeit. 2 Dosen noch, immer noch keine Sekunde Zeitschrift, Schritt, das braucht dieses Gerät aber auch nicht. Die Perücke ist bereit und jetzt bin ich mal gespannt, ob da unten dieser Sparkassen-Torbogen stehen bleibt oder ob der aufgenommen wird. Der Riesenrad und 2015 mit dem Autoscooter. Applaus brandet auf, meine Damen und Herren. Herrlich, diese Windräder da vorne. Das ist unfassbar. So, wer kommt jetzt raus, jetzt zum Boxenstopp?
Wer wirft den Dose? Nicht das Bierglas, die Dose. Ja, ach, tanzt nur noch zwischendurch. Einmal kurz, Aro, jetzt Konfetti. Hier, einer muss werfen. Einer, also ignorier mich, es ist unfassbar. Da wird getanzt, da werden Dinge verteilt. Doch einer muss werfen. Ja, genau. Applaus, meine Damen und Herren. Bei 3 Sekunden Zeitverschluss kommen jetzt Taschenlampen, Kaugummis und irgendwelche roten Tuten davon. Mensch, Junge, bremst doch einfach. Komm hier, zieh die Losen, nimm ordentlich was und hör, was das Zeug hält. Das sind 3 Sekunden Gutschrift, keine Sekunde und immer noch keine. 3 Sekunden, bleiben Sie dabei. Und jetzt ist der Lorien wieder unterwegs, übrigens der schönste Spruch vorhin. Wir sind gerade erst nächste Woche mit dem Auto fertig geworden. Das ist mal eine Zeitmaschine, wie man sie sich vorstellt. Kriegst du, hast du 2 Punkte? 2 Punkte, hier! Warte mal. Nimm dir 5 Punkte los raus, kannst du bei dir hinlegen. Ich leg mal was drauf, komm! Hier, eine Blume noch, bitteschön. Aber jetzt angesorgt.